Wenn wir mal etwas modellieren wollen, dann bedeutet das in der Regel, dass wir irgendeine Gleichung in einer Funktion darstellen wollen. Also zum Beispiel haben wir eine Formel für die fraktionierte Kristallisation oder Rayleigh-Fraktionierung und diese Formel wollen wir dann in einer Funktion plotten. Und das zeige ich mal hier, wie das geht. Dafür brauchen wir noch ein anderes Package und das heißt num für Numbers und dann Py für Python, also NumPy und das wird in der Regel mit NP abgekürzt. Das lade ich jetzt hier mal. Und gehe dann hier mal in eine neue Zelle und zeige mal ein paar einfache Sachen, wie das geht. Zum Beispiel Sinus. Sinus gibt es nicht bei Python als Funktion. Dafür braucht man dann sowas von 5. Füllt es aus, dann kriegt man das hier. Das ist ein Radians, also nochmal umrechnen. Logarithmus gibt es, soweit ich weiß, auch nicht bei Python. Kriegt man es hier raus, das ist zur Basis e. Oder Power, wobei das gibt es sogar in Python. Also 5 hoch 4, dann kriegt man es raus. Könnte man in Python selbst auch so schreiben. 5 hoch 4 käme also dasselbe raus. Okay, jetzt wollen wir was anderes. Und zwar gibt es noch eine Funktion, die heißt lin für linear space. Und dann gebe ich hier ein, zum Beispiel 0 bis 20. Und dann wird das voreingestellt in 50 Schritte unterteilt. Wenn ich das ausführe, habe ich hier jetzt x-Werte oder ich habe einfach nur Werte in einem Array, wo diese 21 Werte hier in 50 gleiche Schritte aufgeteilt würde. Ich kann auch mehr nehmen, wenn ich will. Ich kann auch hingehen und sagen, oder weniger, ich will nur 10 Schritte. Also voreingestellt, wenn ich jetzt hier 50 schreibe, dann sieht es ja gleich aus, weil das die Voreinstellung ist. Ich könnte aber auch 10 hinschreiben, dann kommen nur 10 raus, oder 100, dann wird das Ganze in 100 Schritte aufgeteilt. Und ich bleibe jetzt mal bei der Voreinstellung von 50. Und das ist jetzt praktisch, weil ich sage jetzt, das hier soll mein x-Wert sein. X ist gleich. Und dann diese 50 Werte. In NumPy sind es immer Arrays, spielt jetzt hier keine Rolle. Also ich führe es aus und jetzt in x habe ich jetzt das als die ganzen x-Werte. Jetzt kann ich noch einen y-Wert dazu machen. Und hier sage ich jetzt zum Beispiel, y ist Sinus von x, also von diesen ganzen x. Was dann passiert ist, dass von diesen ganzen x hier der Sinus ausgerechnet wird. Und dann kann ich das Ganze hier mal plotten. Also ich mache jetzt PLT von Matplotlib und dann schreibe ich hier rein Plot und dann mache ich hier x und y. X ist dann das und y ist das. Führe ich das aus und oh, das hier muss NumPy sein, sonst funktioniert das nicht. Ja, also NumPy von Sinus x führe ich das aus und dann kriege ich hier diese Sinuslinie raus. Ich mache hier mal noch ein PLT Show, damit nicht immer diese Informationslinie mit ausgegeben wird. Jetzt hat man hier den Sinus. Jetzt kann man sehen, ist ein bisschen eckig das Ganze. Und es kommt daher, weil das Ganze hier in 50 Schritte unterteilt ist. Deshalb erweitere ich das mal und gebe hier nicht 50, oder statt 50 schreibe ich jetzt hier 200 hin, führe das aus. Und jetzt sieht das Ganze schon sehr viel runder aus. Und ich kann auch 2000 eingeben, sieht es noch runder aus und ich kann hier auch irgendwie crazy werden. Aber irgendwann wird das Ganze ja auch ziemlich langsam. Denn jetzt würden ja für diese 20 Millionen oder wie viel das sind, Schritte die ganzen y-Werte ausgerechnet. Denn das ist, was hier passiert. Für jeden x-Wert wird ein y-Wert ausgerechnet und im Grunde genommen ist es fast eine Art XY-Plot, was hier stattfindet. Für sehr viele Werte. Also das sollte man nicht zu viel eingeben, sonst dauert das irgendwann entsprechend endlos. Und jetzt kann man hier weitergehen und natürlich noch irgendwelche weiteren Plots zum Beispiel mit einfügen. Also ich könnte hingehen und sagen, das ist jetzt y1 und jetzt y2 soll sein NumPy von Logarithmus von x. y3 soll sein NumPy und jetzt machen wir mal eine Wurzelfunktion, also sagen wir mal x hoch 0,6 und führen das Ganze dann aus. Jetzt habe ich natürlich noch vergessen. Jetzt habe ich immer noch diese 20 Millionen drinstehen. Das war nicht ganz so schlau. Das mache ich gleich mal weg. Und natürlich muss ich an der Stelle auch noch weitere Plots hinzufügen für y1, y2 und y3. Dann führe ich das aus und dann bekomme ich die alle dargestellt. Ich kriege hier auch so eine Warnung. Das ist divide by zero. Das ist, weil ich hier bei 0 anfange. Ich habe hier einen Logarithmus drin. Es gibt dann Probleme. Also angenommen, ich würde hier 1 reinschreiben.
fallen die Probleme weg. Wenn ich das weiterhin dabei haben will, es gibt auch so Sachen, wo man hier oben Warnings reinschreiben kann. Also man kann hier Import, das ist aber nicht so wichtig. Das nur mal am Rande und dann kann man hier Warnings machen und Filter Warnings und dann Ignore. Das sollte funktionieren. Und dann werden die einfach ignoriert, diese Warnung. Und so lassen sich dann Funktionen darstellen. Natürlich kann man hier dann alles Mögliche machen. Nur mal als kleinen Abschluss noch. Ich kann das auch numpy.sinus mal npower hoch 6 und vielleicht von dem Ganzen dann noch der Logarithmus. Und auch hier muss ein NumPy stehen. Bei dem Sinus fehlt natürlich noch das x. Und hier ist auch noch kein x dabei. Ich könnte hier machen noch x minus zum Beispiel und kriege dann hier diese rote Funktion raus. Also damit lässt sich dann sehr schick und sehr einfach plotten. Und wie gesagt, an dieser Stelle, das wäre jetzt die Funktion. Also wenn ich jetzt einfach die Formel einsetzt für die Rayleigh-Fraktionierung, fraktionierte Kristallisation oder sonst irgendwas, kann ich das dann hier entsprechend sofort darstellen.